Oh, servus, grüß euch und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt auf meinem Kanal. Ja, wie ihr seht oder wie ihr das wisst, ich bin bei der letzten Folge hier angekommen, hab noch abgeladen, meine Freunde. Ja, ihr werdet dann auch schauen, was ich mit jetzt für ein Fahrzeug unterwegs bin. Ein Kollege von mir, ein Ersatzkollege, der was zum Teil aushilft bei uns in der Speditionsfirma, hat mir einen anderen LKW gebracht, meine Freunde. Ich habe da blöd geschaut und was will er mit dem LKW? Da habe ich erstmal mal schauen müssen. Meine Freunde, also, das ist nicht lustig. Ja, gelangt bin ich auch schon wieder. Ich sage euch, also ich krieg Kreuzweh, wenn ich den los da sehe. Mein guter Scania ist weg. Der hat den abgeholt, der ist zum Service gegangen. Ja. Puh. Und dann schauen wir mal, was das für Bomber ist. Also mein Trailer ist noch da, also den habe ich schon mal. Ja, cool Film. Dann schon mal drauf. Also er ist in Schwarz gehalten. Seid ihr schon gespannt? Es ist ein Ford F-Max geworden. Als Leihfahrzeug. Also, wie ich da gestern geschaut habe, ich habe abgeladen, habe dann abgekoppelt, habe meine Sachen ausgeräumt vom Scania, das was ich brauche im LKW. Und ja, ist jetzt nur ein Leihfahrzeug, das Scania kommt wieder. Keine Sorge. Jo. Das schaut schick schick aus. Ich halt nicht viel von und fort. Interieurmäßig. Standard. Ich hab da ein paar meine Sachen rein da von mir. Außer die LED-Beleuchtung. Ich mein's. Ja, meine Freunde, irgendwie, ja, was soll ich euch sagen? Also, ich hab mir nur das Nötigste reingerannt, was ich brauche. Ja. Und ich hoffe nicht, dass ich das Auto fix krieg. Weil dann wird's immer lustig, meine Freunde. Ja, was habt ihr denn geladen? Altkunststoff, 10 Tonnen, geht nach Dranenbünde, nach Lübeck. Da hat mir einer, ich habe das auch im ATS schon erwähnt, einen Moment. Das war Pipapo. War diese Folge hier. Der 5. Da hat mir einer geschrieben. Port Wilhelm Kiel 2346. Bitte von Wolfsburg nach Helsinki im Live mit der Fähre von Lübeck. Ja, wie ich auch gerade sagen, an dich schönen Gruß raus. Aber ich bekomme die Tour von der Dispo. Und da kann ich es nicht entscheiden, wo ich fahre, wohin, wo ich lade. Das macht alles mein Dispo. Ich bekomme den Auftrag von meinem Dispo.
Also, ich kann das nicht entscheiden. Grüße geht da nochmal raus. Jo, ich würde sagen, wir starten. Also jetzt mal Tacheles, bevor wir hier losfahren. Muss das sein? Ja, das muss ja. Ihr hört den Sound. Der ist original. Ich hasse das Auto. Aber schauen wir mal. Aber zuerst ein Schlückchen Käffchen. Muss sein. Ich bin ein Rechtshänder. Ich muss das mit der rechten Hand machen. Jo. Diese Firma habe ich geladen. Ich schaue mal mit dem Auto, meine Freunde. Mama mia. Ich nehme die Abkürzung von ihnen durch die Gegend. Ja, ich habe hier geladen, habe auch hier meine Pause verbracht. Geradeaus. Ich habe nicht drinstehen bleiben, nicht drinstehen dürfen im Ladebereich. Verstehe ich auch warum. Ich nehme das vor, ich sitze da in einem BKW drinnen, weil im BKW schauen die zum Teil auch schon so aus. Buggy-Modelle. Jo. Also wenn das jetzt wirklich mal fixe LKW sein soll, dann no way, das tue ich mir nicht an. Ich will Kopfschmerzen. Ja, das ist Ampel. Oh, und die Bremsen, ne? Habe ich die Ehre. So, Entschuldigung, das ist mein Handy gewesen. WhatsApp-Nachricht. Wer? Aha. Hörlarm hier gemeint, das war jetzt Facebook gewesen. Ihr seht ihr das, ich habe da alles da mein Handy da drauf. Willkommen wieder in Germany. Es geht nach Lübeck. Ja, wir dürfen wahrscheinlich 60 fahren. Durch das aus, dass ich schon die Spur ab bin. Ja, du komm ich gleich in der Kurve überholen. Ja, Retarder hat er auch. Wie ist das 50? Ortsmitte, Ortsdorfe. Ja, ich kann jetzt nicht schauen. Hab keine Zeit. Ja, vor die Kollegen. Grüße. Gehen natürlich an alle Kollegen raus von mir. Ich habe mir ein paar Videos angeschaut von den Kollegen wie HP, ja, ITL auf Achse. Ah, ja. Ja. Ich muss wenden. Ja, neue Route kommt gleich. Das heißt jetzt für mich wenden.
Itel und Telefaxe haben wir angeschaut. Transporte Amon. Da wieder ein Video, sensationelles Video rausgebracht. Kritikvideo. Ja, vor. Oh. Auch nichts berührt. Haha, das ist gut. Ja, der Herr Meter hat ein Video rausgebracht. Er fährt jetzt von. Ich kann das Wort nicht aussprechen. Von Frankreich, von Franz. Richtung Köln. Sehr coole Folge. Ich habe übrigens auch die Map drinnen. Probiere ich auch was. Jetzt links. Mal schauen. Jo. Grüße gehen in den Meter raus. Ja, dann kommen wir gleich zum Herrn Michi Amon. Virtueller Trucker Story. So, ich kann mich nur bei Michi auch anschließen. Habe ich nämlich selber auch gesehen. Im Feld bin da die Halle. Also SCS bitte, gell. Macht's das gescheiter. Aber das wird den SCS ja mehr oder weniger interessieren, dass die unsere Videos schauen. Manchmal muss man SCS loben und manchmal müssen wir es schimpfen. Da gebe ich Michi Amon auch wieder recht. Also ich grüße gerne natürlich auch an Michi raus. Michi Amon. Natürlich hat er heute auch ein Video rausgebracht. Muss ich mir erst anschauen. Hey, hast du den LKW, den Ford? Ja, vielleicht bin ich immer nur. Eieieiei. Die Ausstattung hat der nicht. Das muss ich auch sagen. Eieieiei. Jo. Natürlich sind wir immer noch auf der Suche, der was uns einen Firmenskin erstellen kann. Für die Firma Rostock Spedition. Bleibt beim Locke Ahrens an. Der sucht nämlich Skinner. Ah, der hat 500 PS, man merkt, es ging an V8. Also wenn das wer sieht, der lacht mir aus. Du bist ein schönes Fahrzeug. Kann mich zwar ein bisschen anfreunden mit dem LKW. Aber ich muss ehrlich sagen, Scania ist Scania, da kennst du keinen Unterschied. Du kennst du einen Unterschied. Die Qualität hier. Da muss man schon sagen, da ist Scania schon wieder besser in Führung.
Mein Navi sagt da nichts. Oh, naja. Egal, wir kommen schon hin, wo wir hin müssen. Jo. Muss ich dann eher mal mit meinem Boss zu mir reden. Ihm wünsche ich eine gute Besserung. Dann zum Erstag. Gute Besserung. Das ist beim Boss. Ja, jetzt kann es sportlich, nördlich werden. Ja, oh, heute ist hier. Das wundert mich. Ich habe die Sitzeinstellung so gelassen, weil ich werde höchstwahrscheinlich morgen wieder meinen Scania bekommen. Und bedauere. So, Kaffee. Ja, ich hab die Routen wegen. Hä? Was ist? Aha. Ich war nicht einmal ein 90er. Oha. Ja, sorry. Ja, ich habe die Route ein bisschen anders geplant. Wie wir fahren. Weil... wäre es noch kürzer, das Video. Und... ja. So. Ja, Alter, was bremst denn du aus? Papalott. Ich weiß, im Tunnel darfst du nicht überholen. Dann werdest du wieder gleich meckern in die Kommentare. Warum überholst du im Tunnel? Weil das kann. So, Hamburg. Ist jetzt auch nicht so, wie... ne. 2 Stunden 18. Das war besser. Was sagt ihr zu dem LKW? Soll unsere Firma diesen LKW kaufen oder nicht? Schreibt es ruhig unter die Kommentare. Ich würde den nicht übernehmen. Da übernehme ich lieber den DAF 106er.
Eieieiei, Karamba. Er ist nicht schlecht zum Fahren, der LKW, also könnte mir angewöhnen. Ein Ford. Ist zwar nicht meine Macke, Anja wäre mir lieber. So, dann. Ihr wisst ja, ich tue ja vorproduzieren. Oh, mein See. Auf der Spur bleiben wir. Jo, wir fahren in das schöne Lübeck. In Lübeck werde ich ja wohl hoffen, dass ich wieder meinen Scania bekomme. Lübeck, jawohl, links. Ach, schön, schöne, coole Autobahnausfahrten. War ich auch das erste Mal. Er ist auch mit der Lenkung direkt fort. Würde ich jetzt sagen, er lenkt sehr genau. Ich habe mir heute gedacht, ich nehme euch mit auf diese Tour. Natürlich grüße ich gerne an die Abonnenten raus, die was schon länger dabei sind. Danke dafür. Ich hoffe, ich kann euch sehr gut unterhalten in meinen Videos. Und auch an die neuen Abonnenten, die was neu dazugekommen sind. Schön, dass ihr den Weg hergefunden habt auf meinen Kanal. Und ich hoffe, ich kann euch mit sehr gut unterhalten mit meinen Story-Videos. Jo. Ich freue mich auf jedes Abo, Comment, Däumchen nach oben. Da freue ich mich sehr. Das gibt mir ein Feedback und an die Kollegen auch. Nicht vergessen, einfach abonnieren, kommentieren, Abo dalassen und die Glocke drücken. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von uns. So, wenn ich jetzt Kaffee trinke, weiß ich schon.
zu Uran, Dranemünde, Lübeck, Servus, grüß euch, wer noch da? Der Jan Bollemann ist... Ich glaube, der Jan Bollemann wohnt in Lübeck. Wenn ich mich nicht täusche. Ja, den Avianke. Ah. Dora. Meine Freunde. Bin jetzt froh. Werde ich noch abladen ohne euch? Ich schau mal, ob ich eine neue Route finde. Du brauchst keine Routen suchen. Renko, ich würde nichts sagen, aber ich hab's Fenster offen. Also da kann ich die Aste schmeißen auch. Also, brauchst keine Routen suchen. Ruhig, wenn ich was sag. Jo. Darfst den so hoch auf wie dran? Gib mir nämlich vor. Nicht. Oh, da stand ein schöner gelber IKEA-Loster. Bedauere. Lass mal tauschen. Oha. Ah, ich bin froh, wenn ich den Jaxen umstellen kann. Ohne Schmäh, meine Freunde. Ah, komm, wir rauffahren. Ich und in Lübeck. Bei den Avenkehr. Er ist zwar nicht schlecht zum Fahren, aber der Sound ist laut. Nächste. Ei. War da wieder hoch. Ich hab Bursche. Yes. Na! Jetzt wird's lustig. Ja, ich weiß. Rechts einpacken ist blöd. Oh, ich will da hin, wo ich hinkomme. Oh.
Geschafft. Und jetzt tun wir gemeinsam abladen. Und wir werden eine neue Ladung mitnehmen. Mal schauen. Hamburger Rostock haben wir zufällig nicht. Oh man, Nürnberg. Es passt. Aber für heute nicht mehr. Heute Dienstschluss. Aber sauber einpackt haben wir. Das erste Mal. Ja, meine Freunde. Was sagt ihr zu dem LKW? Soll sich das... Soll mein Chef diesen LKW kaufen? Wenn ja, schreibt es mir unter die Kommentare und ich freue mich auf jedes Abo. Komme Däumchen nach oben und ich hoffe, euch hat das Video gefallen von mir. Ich sage trotzdem Dankeschön fürs Zuschauen. Lasst mal ein Abo da, komme Däumchen, wer Träumchen. Ciao, ciao, euer Hannes.